Wir sind hier bei Space Orange Studios in der Indie-Area in Halle 10.1 auf der Gamescom. Die haben das Spiel Nova Nukas gemacht und ich sitze hier mit dem CEO von Space Orange Studios, der heißt Flo. Hallo. Hi. Ich habe mir gedacht, oder wir haben uns gedacht, Indie-Entwickler kriegen oftmals nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Wir sind hier ein bisschen rumgelaufen und es gibt echt viel geiles Zeug und wir haben eben ein paar Runden Nova Nukas gedaddelt. Der Sepp wird da bestimmt ein bisschen was von reinschneiden. Und wir hatten eine Menge Spaß und ich wollte mal wissen, wie kommt man dazu, Indie-Entwickler zu werden? Ja, das war bei uns so, wir haben zusammen Game Design in Düsseldorf studiert an der MDH. Und da haben wir seit dem ersten Semester eigentlich zusammengesessen und dann auch zusammen die Projekte immer gemacht. Und dann, als das Studium zu Ende war, haben wir uns überlegt, entweder versuchen wir jetzt das eigene Studio zu gründen oder erst, wenn man 40 ist und die ganzen Kontakte hat. Und dann haben wir einfach mal gewagt. Wir haben dann während der Studienzeit noch eine Adventskalender-App gemacht, 24 Games Till Xmas. Einmal als Testlauf, ob wir zusammen auch ein Spiel fertig kriegen wirklich und in den Store stellen. Es hat geklappt und dann haben wir letzten Sommer ja die Space Orange Studios gegründet und haben ein Büro jetzt in Düsseldorf direkt über Dedelic West. Direkt über Dedelic? Ja. Ja, nice. Also wir haben eben schon ein bisschen gespielt, das sieht schon sehr geil aus. Ihr wart letztes Jahr schon mal hier, ne? Genau, wir waren letztes Jahr hier mit einem 10 Wochen alten Prototyp. Da sah das Spiel noch komplett anders aus, aber wir haben mega viel Feedback gekriegt. Das haben wir dann jetzt das Jahr über eingebaut und konnten dann jetzt das fast fertige Produkt hier nochmal zeigen. Und den Spielern gefällt es, glaube ich, ziemlich gut. Ja, also uns auf jeden Fall. Wie ist das denn so generell, euch, ihr Indie-Entwickler, ihr kennt euch wahrscheinlich untereinander oder ihr lernt euch wenigstens kennen hier auf der Gamescom. Kriegt ihr, also findet ihr, ist es ein schönes Erlebnis oder ein gutes Erlebnis, hier zu sein und den Spielern so face-to-face zu erzählen, was man so gemacht hat, was man sich dabei gedacht hat? Ja, das ist halt total geil. Also mir macht es immer mega viel Spaß, Leuten zu sehen, wenn das Spiel halt funktioniert. Wenn die Leute Spaß haben, ist immer richtig, jawohl, wir haben es richtig gemacht. Und hier mit der Indie Arena, das ist halt total geil, weil man muss hier als Entwickler da sein. Das ist quasi deren Ausstellungsmerkmal, was sie halt auch von den großen Ständen abtrennt, dass hier wirklich die Entwickler sind und halt eben nicht irgendwelche Hostessen so. Und das heißt, die Spieler kommen hier halt auch hin und haben dann nochmal Fragen oder finden es halt dann auch viel angenehmer, mit den Entwicklern halt selber zu spielen, zu sprechen oder halt dann auch zu zocken. Und ja, wir lernen uns hier jetzt auch alle immer so untereinander kennen. Das ist halt ganz cool, dass man halt dann hier auch nicht dann einfach eine Hostesse neben sich hat, die das Spiel eh nicht kennt oder sonst irgendwas, sondern dass man einfach direkt einen Entwickler hat und mit denen sich halt auch austauschen kann über alles Mögliche. Wie finanziert sich denn sowas? Wir hatten großes Glück, kann man so sagen, dass wir letztes Jahr auf der Gamescom, dadurch, dass wir einen Stand hatten, in Kontakt kamen mit einem chinesischen Konsolenhersteller. Und die fanden unser Game geil und die haben gefragt, ob wir das für die porten können. Und da haben wir gesagt, ja klar, können wir das machen, wenn ihr uns dafür halt eben bezahlt. Und ja, das haben die halt dann großzügig gefundet und seitdem finanzieren wir uns davon. Also hat sich die Gamescom letztes Jahr auf jeden Fall für euch schon richtig gelohnt, ne? Richtig. Und ja, jetzt können wir halt eben das Spiel halt noch dann für Xbox One und Steam halt für uns selber rausbringen und dann zusätzlich auch für auf der chinesischen Konsole, aber davon wird man hier nicht sehen, weil die halt wirklich sehr China-exklusiv ist. Alles klar. Gibt es denn schon so ein angepeiltes Release-Termin? Einen angepeilten Release-Termin, Entschuldigung. Ja, ich wäre gerne mit dem Spiel und allem Kram durch im November, aber dann die Submission bei Microsoft und so, ob man halt eben dann wirklich im November auch releasen kann, ist halt, steht noch auf einem anderen Papier. Okay, aber es dauert jetzt gar nicht mehr so lange. Du kannst vielleicht noch ein bisschen erzählen, woher die Inspiration kam. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe zwischendurch beim Zocken auch gesagt, dass ich sowas an den Abend, wo ich mich mit drei Kumpels treffe, um zu viert ein paar Spiele zu spielen, bei Battleblock Theater zum Beispiel, so Spiele, wo man, oder Super Smash Bros., wo man gegeneinander ein bisschen zockt, sich gegenseitig ein bisschen abfuckt, ne, darum geht es ja eigentlich, um besser zu sein als seine Freunde. Woher kam da so die Inspiration? Unser erstes Projekt, was wir in der Uni gemacht haben, war ein 2D-Prügelspiel und da gab es, ja, das fanden wir halt geil, weil wir da auch dann schon immer selber so viel Spaß beim Zocken hatten. Und die Idee hat uns dann auch nicht so losgelassen, dass wir halt eben ein Multiplayer-Game machen wollten. Und unser Lead-Coder, der hat mal eine Zerstörungstech entwickelt für Umgebung. Und da haben wir gedacht, boah, die ist so geil, eigentlich müsste man da irgendwie ein Spiel rausmachen. Und so kam halt dann die Idee, dass wir halt diese Zerstörungstech einbauen. Und dann haben wir immer noch gesagt, ja, eigentlich wollen wir aber Multiplayer machen. Und so kam dann eins zum anderen.
haben wir uns halt eben dann mit Worms, Bomberman und halt Smash Brothers so ein bisschen als Vorbild genommen. Und wir haben Leuten halt das Ziel haben, dass sich ja, die Leute auf dem Sofa halt an die Gurgel gehen am Ende nach einer Runde. Ja, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das funktioniert schon mal sehr gut. Wie gesagt, wir hatten eben sehr viel Spaß. Vielleicht sagen wir noch kurz, worum es eigentlich geht. Ja. Ja, erzähl du am besten, du kannst es besser. Ja, bei Nova Nukas haben wir eine Zwei-Schritte-Kampfmechanik quasi. Man hat halt ganz normal Items, die auf dem Planeten immer verteilt sind. Da läuft man einfach durch so eine Itembox und kriegt ein Item. Und wenn man damit einen Gegner abwirft, dann zieht man eben kein Leben ab, sondern ist ja betäubt. Und dann kann man so einen Abfangstrahl auf den draufsetzen, ähnlich wie bei Ghostbusters, wenn die Geister halt eben mit dem Strahl in der Box ziehen, muss man halt eben seinen Gegner dann einmal für ein paar Sekunden mit diesem Strahl festhalten. Und der versucht halt dann natürlich zu entkommen, aber wenn man halt dem hinterherläuft und den Strahl aufrechterhält, ist er nach ein paar Sekunden komplett absorbiert und man hat ihn halt gefangen. Und so entsteht einfach halt dann ein Duell um jeden Punkt. Also nicht nur, dass man sich halt eben, dass halt die beiden Spieler, die halt eben dann gerade durch den Strahl verbunden sind, die müssen halt eben dann miteinander interagieren und das ist halt dann intensives Duell. Es ist schon sehr weit fortgeschritten und es macht wirklich jede Menge Spaß. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, jedem Gamescom-Besucher der Indie-Arena auf jeden Fall mal einen Besuch abzustatten. Hier gibt es echt ein paar Perlen. Vor allem haben Indie-Entwickler, so hatte ich immer das Gefühl, viel mehr oder viel öfter die Möglichkeit, ihre Ideen zu machen, frische Ideen zu bringen, weil man bei den großen Publishern oftmals das Gleiche sieht, weil die halt in der Wirtschaft sind, Ziele erfüllen müssen und das macht man halt mit Altbewährtem, wo dann neue Features und sowas ausbleiben. Da ist es schön, wenn man mal ein paar frische Sachen hier in der Indie-Area sieht und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nova Nukas ist das Spiel. Ab Ende 2016, vielleicht Anfang 2017, könnt ihr das spielen. Wenn wir vielleicht mal eine Testversion oder sowas bekommen, dann gibt es da bestimmt auf jeden Fall nochmal was zu. Wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann danke ich... Bestimmt. Dann danke auf jeden Fall schon mal für das Interview. Viel Erfolg noch mit eurem Spiel und viel Spaß noch auf der Gamescom. Das war nur eins von vielen Beispielen, warum es sich lohnt, auch mal an die kleineren Stände in der Indie-Area vorbeizuschauen. Wir hatten nochmal wirklich, ich bin echt begeistert davon, es hat ultra viel Spaß gemacht. Hier gibt es so viele geile Ideen, die es halt in AAA-Spielen nicht gibt. Es lohnt wirklich, einen zweiten Blick auch mal hier an die kleineren Stände hinzubringen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist schon spät jetzt. Wir haben 9 Uhr und es reicht für heute. Wie gesagt, guckt mal bei den Indie-Leuten vorbei, nächstes Jahr auf der Gamescom vielleicht. Es lohnt sich.